Herzlich willkommen bei Netzwerk Digital. Sie kennen Netzwerk Digital, das ist eine gemeinschaftliche Initiative der drei deutschsprachigen Kammern und der zwei Wirtschaftsclubs sowie anderen Partnern. Und wir versuchen über das Netzwerk Digital verschiedene Digitalthemen immer wieder an unsere Mitgliedsfirmen heranzubringen, insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen, und wollen ihnen Ressourcen und Wege der Digitalisierung aufzeigen. Dazu nehmen wir manchmal Beispiele aus einem der Länder oder aus mehreren. Und heute haben wir uns auf ein bestimmtes Thema fokussiert, nämlich digitale Vorbereitung auf Industrie 4.0. Für Sie noch die Information. Sie haben einmal die Möglichkeit, einen Dolmetscher hinzuzuschalten, weil einer unserer Referenten wird in Ungarisch sprechen, der andere in Deutsch, so wie ich. Also bitte nutzen Sie das Weltsymbol an der unteren Leiste des Bildschirms zur Umstellung. Und das Zweite ist, wir möchten Sie gerne sehr interaktiv einbinden. Bitte stellen Sie also Ihre Fragen im Chat, damit die Referenten Ihre Fragen beantworten können. Oder wenn wir später in dem Q&A-Teil sind, dann heben Sie auch gerne die Hand und dann können Sie Ihre Frage auch an die Referenten richten. Ja, warum geht es heute? Digitale Vorbereitung auf Industrie 4.0. Sie kennen AKATEC, die Deutsche Akademie der Wissenschaften sozusagen, Deutsche Akademie der Technikwissenschaften. AKATEC hat zusammen mit dem Fraunhofer IPT und der bekannten RWTH Aachen, einer der deutschen Exzellenzuniversitäten, ein gemeinschaftliches Modell Reifegrad für Industrie 4.0 entwickelt. Und dieses Modell, an dem waren eben auch unsere beiden Referenten beteiligt, haben von daher mit dem Modell sehr viel Erfahrung, aber auch in dessen Praxiseinsatz in ganz Europa. Und ich freue mich, dass wir heute Dr. Gábor Nik, den Deputy Managing Director von EPIC InnoLabs hier in Budapest dabei haben. Und der zweite Referent ist Thomas Scheuer. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer IPT. Ja, und mit dieser kurzen Einführung möchte ich dann an Herrn Dr. Nik übergeben für die weitere Moderation. Okay. Gesamt sieht man leid, Herr Schieger. Ja, vielen Dank für das Wort und für die Möglichkeit, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Und wenn alles klappt, müssten Sie im Bild unser Anfangsdia sehen. Nun, bitteschön. Industrie 4.0, ich denke, über dieses Thema wird recht viel gesprochen, und zwar im Wissenschafts- und industriellen Leben in Ungarn. Das ist für alle wichtig, aber wie auch verschiedene Erhebungen belegen, gibt es kaum Strategien bei den Unternehmen. Das heißt, der überwiegende Teil der Unternehmen hat überhaupt keine Strategie dahingehend, wie sie mit diesem Thema umgehen sollen. Es ist für alle sehr wichtig, ungeachtet dessen, ob es ein Großunternehmen, ein Mittelständler oder ein kleines Unternehmen ist. Allerdings wissen wir nicht, in welche Richtung es auf diesem Wege geht. Das ist ja auch kein Wunder. Es gibt nämlich zahlreiche Schlagworte, mit denen wir zu kämpfen haben. Damit kämpfen auch die Industriekapitäne, die Technologieführer und auch alle. Es gibt zahlreiche Faktoren, die nicht nur Industrie 4.0, sondern auch die Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt beeinflussen. Ich denke, in unseren allen Köpfen haben wir den Gedanken, wie wir daraus Erfolg, Geld und Glanz und Glamour für unser Unternehmen schaffen können. Bei diesem Vortrag heute geht es genau um diesen Punkt. Es gibt hier Empfehlungen, die versuchen, einen Weg aufzuzeigen. Es gibt auch extreme Vorschläge von Fachexperten, die dann besagen, dass in den Werken der Zukunft recht wenige Mitarbeiter tätig sein werden. Andere wiederum sehen diese Welt nicht derart verdunkelt. Wir sind der Ansicht, dass es sich lohnt, eine praktische Lösung vor Augen zu haben, die uns einen Weg zeigt. Und das bezeichnen wir als Strategieberatung Industrie 4.0 und das Maturity Model. Ich begrüße ganz herzlich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich bin Gábor Nik. Ich arbeite bei EPIC InnoLabs und der Kollege neben mir ist Thomas Scheuer. Er ist vom Aachener Institut der Fraunhofer Gesellschaft und wir beide werden kurz zu Ihnen sprechen über EPIC InnoLabs ganz kurz.
EPK Nolabs ist eine gemeinsame Tochtergesellschaft der Fraunhofer IPT und der Starkey in Ungarn. Es handelt sich um eine nicht gewinnorientierte GmbH mit dem Hauptzweck Digitalisierung, Industrie 4.0 und verschiedene IT-Systeme für die Produktion in Ungarn zu etablieren und darüber hinaus auch europaweit zu etablieren. Zu unserem Glück haben wir außerordentlich gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht nur im praktischen Bereich, sondern auch in der Theorie gut bewandert sind. Und wir haben sehr viele Kunden, die von Asien bis in die USA die gesamte Welt repräsentieren. Und ich denke, das ist genau die Stelle, wo ich das Wort an Thomas weitergebe, der uns unser heutiges Thema vorstellen wird. Thomas, bitte. Okay, vielen Dank, Gabor, für die Einleitung. Und ja, damit steige ich dann ein und ich freue mich sehr, dass Sie alle dabei sind und dementsprechend so viel Interesse an dem Thema Industrie 4.0 und auch an dem Thema Reifegradmodelle haben. Ich möchte da gleich im Vortrag darauf eingehen, was wir eigentlich unter einem Reifegradmodell verstehen und dann insbesondere auch, wie ein solches Reifegradmodell gestaltet ist und was Sie eigentlich damit machen, also wo es Ihnen hilft, Ihr Unternehmen weiter Richtung Industrie 4.0 zu bringen und Ihr Unternehmen weiterzuentwickeln und fit für die Herausforderungen der Zukunft zu machen, die Gabor schon eben beschrieben hat. Bevor wir da einsteigen, möchte ich zunächst aber noch mal so ein bisschen motivieren, warum eigentlich Industrie 4.0 relevant und wichtig ist und was Industrie 4.0 denn so bedeutet, weil ich denke, es gibt kaum ein Buzzword, was im Technologiebereich im letzten Jahrzehnt so viel diskutiert wurde wie Industrie 4.0 und gleichzeitig doch so wenig einheitliche Definition und einheitliches Verständnis erfahren hat. Deswegen möchte ich Ihnen ganz zu Beginn mal eine Frage stellen und ich hoffe, wir schaffen das hier jetzt auch so ein bisschen Interaktivität mal reinzukriegen. Ich würde das jetzt einfach mal probieren. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, müssen Sie die Hand gleich heben, wenn Sie eine Wortmeldung machen wollen und dann schaltet die Technik Sie frei und Sie können sich auch äußern. Und die Wortmeldung, um die ich Sie bitten möchte, ist eigentlich ganz einfach. Und zwar schauen wir hier auf den großen Stern in Berlin, einer der größten Kreisel in Deutschland. Und ich möchte Sie eigentlich nur mal darum bitten, mir zu schildern, was Sie hier sehen, was Ihnen so auffällt an diesem Kreisel, den man hier sieht. Sie können auch gerne in den Chat schreiben, wenn Sie möchten, oder wie gesagt, heben Sie gerne Ihre Hand, dann schalten wir Sie frei und Sie können sich äußern. Es gibt jetzt gar kein richtig oder falsch hier. Zu großer Kreisel für wenig Verkehr sehe ich. Ja, das stimmt. Es ist gar nicht so flächenmäßig so gut ausgenutzt. Das ist eine gute Beobachtung. Was sehen wir noch hier? Es ist nicht gleichmäßig verteilt. Ja, sehen wir hier rechts ein bisschen mehr Autos als auf der linken Seite. Ich möchte jetzt noch mal so ein bisschen auch auf die Aspekte hinweisen, die wir sehr oft mit Deutschland verbinden. Zu viel verschwendete Fläche sehe ich ja. Vielleicht so ein bisschen in dieses Ordnungsdenken gebracht. Also was ich hier sehe, das ist für mich immer eine sehr deutsche Interpretation eines Kreisels. Genau, klare Linienführung. Wir sehen ganz klar eingezeichnete Spuren, die rund um den Kreisel gehen. Wir sehen auch hier Haltelinien, die Ampeln, die kann ich Ihnen jetzt beschreiben, weil ich weiß, dass da auch Ampeln stehen am Eingang des Kreisels, im Kreisel. Also was man hier sieht, ist sehr viel ordnendes Moment. Und was Sie sehr gut beobachtet haben, es ist nicht so ausgefüllt. Also wir haben auch viel Freiflächen dazwischen. Der gelbe Bus fährt gegen den Verkehr. Das sieht, glaube ich, nur so aus. Ich glaube, der fährt eigentlich im Verkehr. Also wir sehen in Summe, glaube ich, darauf können wir uns einigen, einiges an Ordnung und klaren Linien und gleichzeitig viel Platz hier drin. Ich möchte Ihnen jetzt mal einen anderen Kreisel zeigen. Der ist gar nicht so weit entfernt.
einen anderen Kreisel, der gar nicht so weit entfernt ist. Das sind, sind einige hundert Kilometer weiter Richtung Westen. Und zwar ist das der Kreisel um in Paris. Den kennen sicherlich auch einige von Ihnen. Und wenn wir den jetzt von oben sehen, dann sieht er ein bisschen anders aus. Ja, Chaos, das ist schon eine gute Bemerkung. Die Franzosen beharren ja darauf, dass das organisiertes Chaos ist, was wir da sehen, und dass das schon alles Regeln folgt. Was sehen Sie noch da drin? Selbststeuerung, ja, das ist schon eine sehr, sehr gute Interpretation dessen. Mehr Straßen und Abzweigungen, die rundherum reinkommen, rausgehen. Ungleichmäßigere Verteilung des Verkehrs bzw. der freien Flächen. Wir sehen höheren Durchfluss. Ja, das ist gut. Sie denken alle schon richtig in der Interpretation hier. Das freut mich. Dann haben wir gleich die Interpretation einfacher Engpässe sichtbar. Das sehe ich auch so. Was ich jetzt hier auch sehe, nochmal so ein bisschen in diesen klaren Spuren gedacht. No lines. Exakt, genau. Wir sehen nicht mehr diese klare Linienführung. Von oben kann man jetzt auch keine Ampeln mehr erkennen. Es sind keine Haltelinien mehr da. Die Vermutlich haben die Autofahrer auch einen deutlich höheren Puls. Das ist auch eine sehr, sehr gute Interpretation dessen, was da unten passiert. Das kann ich aus eigener Erfahrung auch berichten, wenn man in so einem Kreisel unterwegs ist. Zumindest als deutscher Autofahrer kriegt man dann Puls. Ich glaube, die Franzosen haben da nicht so den Puls. Ja, und wir sehen auch eine Baustelle da drin, die den Kreisel auch beeinträchtigt. Gut, sehr gute Beobachtungen. Das freut mich, dass Sie da auch so aktiv sind und so gut beobachten und sich so gut anschauen. Ich möchte jetzt mal nochmal beide nebeneinander legen und mit Ihnen gemeinsam so ein bisschen den Vergleich diskutieren. Was meinen Sie denn, welcher dieser Kreisel in der Lage ist, mehr Autos in der Stunde durchzuschleusen? Paris? Da sehen wir jetzt einige Paris. Gibt es auch alle Paris? Ja, mehr Blechschäden. Hängt von der Taktung der Ampeln in Berlin ab, ja. Ist natürlich ein guter Punkt, wie die Ampeln getaktet sind und wer auch da rein und raus fährt und wie die aufpassen. Ich sehe gute Punkte im Chat schon. Also Paris ist richtig. Es ist in der Tat der Kreisel, der in der Lage ist, mehr Verkehr durchzuschleusen. Und der Punkt mit den Blechschäden, der greift ganz gut schon meine zweite Frage auf, nämlich wo eigentlich mehr Unfälle entstehen oder beziehungsweise umgekehrt gefragt, welcher Kreisel der sicherere ist. Und da wir das da jetzt in der Antwort schon sehen, wir haben da mehr Blechschäden in Paris, also umgekehrt gesagt, der Kreisel in Berlin ist der sicherere, in dem weniger Unfälle passieren. Was wir jetzt hier sehen, ist, wir haben da einen Kreisel, der im Ergebnis sehr effizient ist, was so die Durchschleusung der Autos angeht, gleichzeitig aber durchaus anfällig für Unfälle ist. Und was wir jetzt auch sehen, Sie haben das eben so schön beobachtet. Wir sehen hier in dem Kreisel in Paris eine ungleichmäßige Verteilung, die sich hier sehr staut. Und da hat ein Kommentar zieht auch schon auf diese Baustelle ab. Und das ist, finde ich, hier eigentlich eine ganz schöne Momentaufnahme von dem Kreisel in Paris, dass man da sieht, sobald jetzt was diesen Kreisel stört, wie diese Baustelle, dann ist das System gar nicht mehr so effizient. Und da würde ich das jetzt in Frage stellen mit der Baustelle, ob man da jetzt wirklich wirklich viel mehr Autos durchschleusen kann, wenn wir sehen, dass sich das dann schon sehr stark staut. Warum erzähle ich Ihnen das jetzt alles mit den Kreiseln und bringe hier Beispiele, die auf den ersten Blick recht wenig mit Produktion zu tun haben? Ich möchte
Ich möchte darüber so ein Stück weit motivieren, was wir denn eigentlich bei dem Thema Industrie 4.0 erreichen wollen. Und wir wollen, wenn wir uns mit dem Thema Industrie 4.0 beschäftigen, wollen wir Systeme haben, die auf der einen Seite so effizient sind wie der Arc de Triomphe, der Kreis um den Arc de Triomphe in Paris und richtig viele Autos in der Stunde durchbringen, beziehungsweise auf unsere Produktion gespiegelt, richtig viel Output generieren können und gleichzeitig aber auch so sicher sind wie dieser Kreisel in Berlin. Und ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, wenn ich jetzt in diesen Kreisel in Paris war, da hat ein Kommentar ging schon so Richtung des erhöhten Pulses, den man dann hat. Mir geht es so, wenn ich da reinfahre, ich habe dann wirklich hohen Puls und gucke rechts und gucke links und bin mir nicht sicher, wo ich fahren soll. Wenn ich mir jetzt so ein bisschen vorstelle, was Industrie 4.0 uns bieten kann, dann ist es definitiv auch diese Hilfestellung da rein. Ich fahre eigentlich in so einen Kreisel rein und habe nicht meine Ampel an definierten Stellen in diesem Kreisel, sondern jeder hat seine Ampel im Auto und weiß, wann er fahren soll und wann er halten muss. Und ich habe im Grunde eine übergreifende Steuerung, die das alles im Blick behält und jeden Teilnehmer individuell perfekt steuert. Und das ist das, was wir mit Industrie 4.0 erreichen wollen. Wenn wir jetzt über Industrie 4.0 sprechen, dann möchte ich eine Sache noch auflösen. Und zwar wird das sehr oft gleichgesetzt mit Automatisierung. Für diejenigen, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigen, ist das jetzt vielleicht auch nicht so neu. Es ist aber was immer in einem Atemzug genannt wird. Und ich möchte das nochmal so ein Stück weit auflösen. Industrie 4.0 ist auch Automatisierung, aber nicht nur Automatisierung. Es geht darum, Automatisierung zum einen intelligent einzusetzen und vor allen Dingen zwischen den Prozessen aus den Daten, die wir generieren, zu lernen und Intelligenz in die Produktion zu bringen. Reine Automatisierung, da steckt noch wenig Intelligenz drin, in dem Sinne, dass es sehr regelbasiert ist, folgt einfachen definierten Regeln. Da, wo wir Intelligenz reinbringen, da beginnt so wirklich die Industrie 4.0. Und ich finde, dass auch hier wieder so eine Analogie aus dem täglichen Leben ganz schön. Und habe Ihnen da mal ein Bild des neuesten iPhones, ich glaube, es ist das neueste, mitgebracht. Ich glaube, das ist auch genauso gut gültig für ein Modell anderer Hersteller. Und zwar stelle ich mir das immer so schön vor, was wir eigentlich alles in diesem Telefon schon an Intelligenz drin haben. Da ist schon sehr viel drin an Sensoren, zig Sensoren, die ganz verschiedene Daten aufnehmen können. Ich habe eine Vernetzung drin, ich habe Analyse drin und ich habe auch Ausgabe drin. Also um das jetzt mal an so ein Beispiel zu machen, wenn ich mir jetzt, morgen fliege ich wieder zurück nach Deutschland, wenn ich jetzt hier sitze und dann auf meinen Flug muss. Mein Telefon hat im Grunde alle Informationen, um zu sehen, wo sitze ich gerade, bin ich gerade noch in einem Meeting, bin ich gerade am Sprechen. Es hat auch die Möglichkeit zu connecten mit meinem Kalender, mit dem Flugplan. Es kann aktuelle Informationen abgreifen und sehen, mein Flug ist zum Beispiel verspätet, oder es kann sehen, auf dem Weg zum Flughafen ist ein größerer Stau. Es hat auch die Möglichkeit, diese Daten in Korrelation zu setzen und zu sagen, gegeben des Flugplans, den ich habe, und meines Kalenders, den ich habe, und des Staus, der in der Umgebung ist, werde ich es nicht schaffen, zum Flughafen zu fahren, wenn ich wie geplant Bus fahre. Und es hat auch die Möglichkeit, mich zu informieren und mir zu sagen, du musst dein Meeting jetzt früher abbrechen und fahr bitte sofort zum Flughafen. All das steckt eigentlich schon in jedem Telefon drin, was wir in der Hosentasche haben. Und wir sind beim Telefon, glaube ich, tun wir uns auch noch schwer, das alles zuzulassen. Ich glaube, das Thema Mensch und Organisation war auch in einem Ihrer letzten Vorträge hier in der Reihe ein Thema. Wir tun uns noch schwer, das alles zu akzeptieren. Aber eigentlich ist die Intelligenz da. Und genau diese Intelligenz, die wir schon in der Lage sind zu realisieren in unserem Telefon, die wollen wir jetzt großflächig in die Produktion bringen. Und das ist was wir mit Industrie 4.0 vorhaben und was wir mit Industrie 4.0 umsetzen wollen.
Wir gehen gleich dann noch mal so ein bisschen detaillierter ein, wie sich diese Intelligenz dann genau in der Produktion äußert. Übergreifend kann man sicherlich sagen, dass wir verschiedenste Zellen, verschiedenste Elemente in der Produktion erstmal vernetzen müssen, zusammenbringen wollen. Und wir wollen vor allen Dingen Intelligenz ziehen aus den Daten, die wir da sammeln, die wir zusammenbringen, und wollen diese Daten verknüpfen und dadurch Prozesse optimieren, Wartezeiten verkürzen und im Endeffekt höhere Qualität, höheren Output generieren. Wenn wir uns das mal einmal anschauen, das Thema Wartezeiten, das ist ein Thema, was mir immer recht wichtig ist, wenn wir hier über Industrie 4.0 sprechen. Der größte Hebel, den wir da eigentlich ziehen können, ist unsere Wartezeiten, die wir haben, wenn wir auf ungeplante Aktionen von außen reagieren. Wenn alles nach Plan läuft, dann sind unsere Industrieunternehmen im Moment schon so gut aufgestellt, dass da greift jeder Prozess ineinander. Meistens ist es recht gut optimiert. Wir merken dann, dass es kritisch wird, wenn ungeplante Aktionen von außen kommen. Dann dauert das nämlich sehr lange, bis wir eigentlich darauf reagieren. Wir müssen erstmal verstehen, was da eigentlich passiert, und erstmal die Informationen bekommen. Dann müssen wir die Informationen analysieren und in einen Kontext setzen. Wir haben dann nochmal eine Zeit, die wir brauchen, bis wir wirklich eine Entscheidung getroffen haben. Und wenn wir die Entscheidung getroffen haben, heißt das ja noch nicht, dass sie umgesetzt ist, sondern es dauert dann auch wieder, bis die Entscheidung umgesetzt ist. Und was wir jetzt mit Industrie 4.0 vorhaben, ist eigentlich diese komplette Kette kurz zu schalten. Wenn wir nämlich die volle Vision der Industrie 4.0 umgesetzt haben, dann haben wir kaum mehr Latenz, bis wir die Information bekommen, weil alle Systeme in Echtzeit angebunden sind. Wir haben keine Latenz mehr, um Analysen zu tätigen, weil Systeme die Analysen für uns tätigen. Wir haben auch keine Latenz mehr, die Entscheidungen dann zu treffen, weil auch diese Entscheidungen mit all ihren Restriktionen und Variablen dem System übertragen werden können. Und im Grunde haben wir dann auch keine oder wenig Latenz, um wirklich in die Aktion zu gehen, weil wir auch das dem System übertragen können, beziehungsweise dann die Empfehlung geben können. Das heißt jetzt, heißt nicht, dass wir keine Menschen mehr in der Industrie 4.0-Welt in unseren Fabriken sehen, sondern die Aktion kann dann auch ein Mensch tätigen, aber er bekommt sofort die Guideline, was eigentlich zu tun ist. So viel nochmal zu einer kurzen Motivation des Themas, warum Industrie 4.0 eigentlich wichtig ist und was Industrie 4.0 für uns heißt. Bevor ich jetzt reinstarte, wie wir das Ganze denn eigentlich implementieren wollen, möchte ich Ihnen nochmal die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Machen Sie das gerne über den Chat, wenn aus dem bisherigen Vortrag, wenn da irgendwie schon Fragen aufgekommen sind, wenn Sie Wünsche haben, worauf ich noch stärker eingehen sollte. Ich kann den Vortrag gerne auch so ein bisschen an Ihre Wünsche, an Ihre Vorstellungen anpassen. Also wenn Sie spezifische Fragen haben, schreiben Sie die gerne in den Chat oder heben Sie die Hand, dann unmuten wir Sie und Sie können die auch gerne an mich direkt stellen. Dem scheint nicht so zu sein. Dann gehe ich jetzt einfach weiter. Die Möglichkeit mit dem Chat haben wir weiterhin. Also äußern Sie sich einfach im Chat und dann schauen wir auf die Fragen drauf. So, wie kann Industrie 4.0 denn jetzt implementiert werden? Ich habe da nochmal eine Analogie mitgebracht, die ich finde, dass hier ganz schön ausdrückt. Ich habe jetzt eben beschrieben, was Industrie 4.0 alles sein kann. Und ich stelle mir es immer so ein bisschen vor, wie diesen Supersportwagen, den wir auf der linken Seite sehen. Und das ist oft das Bild, was auch auf den großen Messen gezeichnet wird, was wir auf der jetzt bald wieder stattfindenden Hannover Messe sehen. Da stehen die ganzen Supersportwagen, die alle zeigen, was Industrie 4.0 in ihrer größten Ausbaustufe denn wirklich kann. Wir können tolle Analysen machen. Wir haben ganz viel Intelligenz in den Prozessen schon drin.
Wenn ich jetzt in Unternehmen, in die unternehmerische Realität gehe und ich hatte in den letzten Jahren da einige Möglichkeiten über ganz Europa verteilt, mir Produktionsstätten anzuschauen und dort mit den Verantwortlichen über das Thema Industrie 4.0 zu sprechen. Die traurige Realität, die wir dann oft sehen, ähnelt jetzt in der Analogie gesprochen eher dieser Straße, die man rechts beobachten kann, mit sehr vielen Schlaglöchern und ja, leider nicht ganz so geeignet, dass wir diesen tollen Supersportwagen da drauf fahren. Und das ist was wir angehen wollen, wo wir unseren Auftrag auch sehen und wo wir mit solchen Reifegradmodellen den Weg aufzeigen können, wie wir das denn schaffen. Zum einen erstmal zu erkennen, dass unsere Straße so löchrig ist, wie wir das hier rechts sehen, auszufinden, wo die Schlaglöcher auf der Straße sind und dann auch schrittweise uns dem zu nähern, schrittweise zu sehen, wo bessern wir Löcher aus, wo schaffen wir einen neuen Untergrund und wo setzen wir dann eigentlich in welchen Schritten die finale glatte Schicht drauf, dass wir dann in der Lage sind, auch unsere Analysewerkzeuge, unsere Intelligenz wirklich in die Nutzung reinzubringen und den schönen Sportwagen auf der Straße zu fahren. Und ja, das Thema Reifegradmodelle steht über diesem Vortrag. Es wurde schon eingangs motiviert. Jetzt möchte ich endlich dazu kommen, was denn eigentlich unser Reifegradmodell darstellt. Und dieses Reifegradmodell, wie eingangs schon eingeleitet, ist zusammen entstanden mit der ACATEC, mit der Akademie der Deutschen Technikwissenschaften, der RWTH. Und wir waren als Fraunhofer Gesellschaft, beziehungsweise dann das Institut für Produktionstechnologie, von dem ich auch komme, in dieser Ausarbeitung auch mit beteiligt und haben seitdem die Möglichkeit gehabt, das in ganz vielen Unternehmen anzuwenden, Unternehmen damit zu unterstützen, mit diesem Reifegradmodell näher an die Industrie 4.0 zu kommen. Was wir jetzt hier sehen, ist ein Aufbau in 6 Stufen. Sie können das da oben vielleicht schon erkennen. Wir haben das einmal unterschieden in Digitalisierung und Industrie 4.0. Und das möchte ich direkt am Anfang sagen. Nicht alle diese 6 Stufen sind jetzt wirklich Industrie 4.0, sondern wir haben so gewisse Vorbedingungen, die wir immer noch als Industrie 3.0 oder als Digitalisierung bezeichnen, wo wir sagen, das brauche ich eigentlich, um so wirklich anzufangen, in die Industrie 4.0 reinzugehen. Und die Schwelle, die wir da sehen, die kann ich Ihnen auch direkt sagen, das ist eigentlich eine recht simple Schwelle. Diese Schwelle bedeutet nämlich, ich habe Daten zur Verfügung. Und das ist einfacher gesagt, als dann oft getan oder vorhanden im Unternehmen, weil Daten zur Verfügung zu haben, da steckt gerade noch viel Arbeit drin, dass wir überhaupt schaffen, in den Unternehmen die richtigen Daten zur Verfügung zu haben. Ich gehe jetzt mal ganz kurz durch diese ersten 2 Stufen und würde dann Schritt für Schritt Ihnen noch mal näher bringen, was wir jetzt eigentlich unter diesen Stufen Sichtbarkeit, Transparenz, Vorhersagbarkeit und Adaptierbarkeit verstehen. Grundsätzlich, um irgendwann mal mit Daten arbeiten zu können, muss ich meine Prozesse und meine Systeme erstmal computerisiert haben. Also ich muss eine Anbindung an die IT-Infrastruktur haben und ich möchte das noch ein bisschen erweitern. Was ich da vor allen Dingen auch oft sehe, ist so diese Systematisierung, die fehlt. Also ich würde es Computerisierung und Systematisierung nennen. Da ist ganz viel auch vom Lean-Gedanken drin. Also das ist auch so eine Frage, die mir oft gestellt wird, wo eigentlich jetzt die Unterscheidung zwischen Lean und Digital und Industrie 4.0 ist. Und ich sehe eine Verbindung darin, dass der Lean-Gedanke eine ganz integrale Voraussetzung für die Industrie 4.0 ist. Also wir müssen Verschwendung reduziert haben, wir müssen saubere Prozesse haben. Nur wenn wir das haben, können wir anfangen, mit den Daten zu arbeiten, die wir daraus kriegen. Und wenn wir das jetzt haben in der ersten Stufe, in der zweiten Stufe wollen wir diese ganzen Systeme, die wir da aufbauen, anschließen und die Daten verfügbar machen, sodass wir überhaupt erst in der Lage sind, zentral darauf zuzugreifen. Stufe 3 ist dann in der Lage, auf diese Daten zuzugreifen. Wie gesagt, hier ist die Schwelle zur Industrie 4.0. Wir haben jetzt mal Daten vorliegen. Wir können uns fragen, was passiert eigentlich gerade?
Wenn wir weitergehen, wollen wir verstehen, warum passiert das? Wir sind in der Lage, nicht nur Daten zu sehen, sondern auch einzelne Datenpunkte miteinander zu verknüpfen, Datenquellen miteinander zu verknüpfen. Wenn wir das verstanden haben, können wir uns fragen, gemessen daran, was wir sehen, warum es passiert, was wird denn eigentlich zukünftig passieren? Und in der ganz letzten Stufe dann auch schauen, wie können wir denn da proaktiv gestalten und proaktiv schon agieren. Wenn wir uns diese 6 Stufen anschauen, um mal so ein bisschen zu verorten, wo Unternehmen aktuell gerade stehen, dann sind sicherlich die Stufen 5 und 6 in den allerwenigsten Unternehmen präsent. Ich würde behaupten, Stufe 6 in der Fläche noch gar nicht. Das sind also Stufe 5 und 6 sind hauptsächlich Applikationen in der Forschung. Wir haben bei uns am Institut einige Demonstratoren, die das schon umsetzen, aber so diese vollflächige Umsetzung, da sehen wir Unternehmen aktuell, ja, ich sag mal eher so, kommt so ein bisschen auch auf die, auf den Sektor an, auf den Punkt in der Wertschöpfungskette. Aber ich würde mal sagen, zwischen 2 und 4 können sich die meisten Unternehmen verorten. Also es geht gerade darum, Datenquellen anzuschließen, Daten verfügbar zu machen und dann mal so erste Analysen drauf zu fahren. Und man sieht so einzelne Cases mal Richtung Vorhersagbarkeit. Ich möchte jetzt auf diese einzelnen Level eingehen und ich möchte Sie nochmal dazu ermuntern, sich gerne zu melden, gerne ein Handzeichen zu geben, Ihre Fragen zu stellen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, darauf einzugehen und auch zu schauen, wenn Sie Fragen aus Ihrem Unternehmenskontext haben oder wenn Sie spezifische Problemstellungen, Fragestellungen haben, die Sie da irgendwo verorten oder verortet haben wollen, dann kann ich das auch gerne tun. Ja, ansonsten möchte ich jetzt mal auf diese Stufe der Sichtbarkeit eingehen und ich spare mir jetzt mal die Folie mit dem vielen Text und gehe mal auf ein Beispiel ein. Und zwar, finde ich, zeigt sich diese Sichtbarkeit, die lässt sich immer ganz schön aus einem Beispiel aus dem realen Leben zeigen, was wir damit eigentlich meinen. Sichtbarkeit zu bekommen, das kann man sich zum Beispiel mal so einen Sensor anschauen, so ein Sensorkit anschauen, was meinen Wasserdurchfluss im Haus misst. Die kann man sich mittlerweile kaufen, nachrüsten. In modernen Häusern sind sie auch schon integriert. Ich kann das dann mit einer App verknüpfen und ich sehe, wie viel Wasser verbrauche ich gerade. Also es ist ein Blick auf das, was aktuell passiert. Das kann schon in Echtzeit passieren. Das kann auch in definierten Zeitabständen abgefragt werden. Ich kriege aber einen ganz guten Blick darüber, wie viel Wasser fließt gerade durch mein Haus durch. Wenn wir das jetzt ein bisschen auf die Produktion übertragen, dann sehen wir zum Beispiel sowas wie eine OEE-Kennzahl, also die Overall Equipment Efficiency. Die kann man hier, das ist so eine Kennzahl, die wir jetzt in dem Sichtbarkeitslevel verorten würden. Wenn wir dann auf das nächste Level schauen, Level 4, ich habe gerade schon gesagt, es geht darum, Zusammenhänge zu verstehen, einzelne Datenquellen zu verknüpfen. Dann könnte die Frage sein, die wir hier beim Thema Wasserverbrauch stellen. Wir beobachten im Level 3 einen erhöhten Wasserverbrauch. Jetzt können wir uns fragen, warum haben wir denn einen erhöhten Wasserverbrauch? Und wir messen nicht nur den Durchfluss, sondern wir messen auch den Druck im Wassersystem. Und jetzt erkennen wir in diesem Wassersystem einen Druckabfall an einer bestimmten Stelle. Und jetzt sind wir in der Lage, mehrere Datenquellen zusammenzusetzen. Wir können den Verbrauch mit dem Druckabfall zusammensetzen und dann erkennen wir, dass vielleicht im System, im Küchenkreislauf oder im Badkreislauf, dass da ist jetzt eher ein Bad im Hintergrund, im Badkreislauf weniger Druck ist. Und diese, wenn wir das häufig genug beobachtet haben, können wir vielleicht sehen, dass dieses Muster des Druckabfalls immer mit einem tropfenden Wasserhahn zusammenhängt. Dann können wir diese Frage beantworten, warum wir denn jetzt eigentlich einen erhöhten Wasserverbrauch haben. Und selbiges lässt sich jetzt auch wieder auf die Produktion übertragen. Wenn ich mal so ein Beispiel machen darf aus einem Produktionsprozess. Ich habe beobachtet zum Beispiel erhöhten Ausschuss im Produktionsprozess. Und wenn ich jetzt verschiedenste Datenquellen angebunden habe, dann erkenne ich vielleicht, dass dieser erhöhte Ausschuss damit zusammenhängt, dass ich eine neue Materialcharge habe, dass mein,
meine Drehmaschine mit älterem Maschinenöl läuft und oder mit älterem Kühlschmierstoff läuft und dass da auch ein ungelernter Mitarbeiter an der Anlage steht und den Prozess vielleicht zum ersten Mal macht. So, das kann ich zusammenfügen, da habe ich direkt verstanden, warum ich jetzt so viel Ausschuss habe. Wie gesagt, die Information muss ich natürlich alle zur Verfügung haben, bevor ich sie korrelieren kann. Wenn wir mal Richtung Level 5 schauen, Vorhersagbarkeit, dann ist die Frage jetzt beim Wasser recht einfach zu fragen, wann wird da nochmal eine Leckage passieren und wann werde ich einen Rohrbruch haben. Und solche Modelle, die mir helfen, diese Entscheidungen zu treffen, die müssen natürlich mit vielen Daten gefüttert sein. Ich muss ganz gut verstanden haben, was so in der Vergangenheit passiert sein ist. Ich muss Ursache-Wirkung verstanden haben. Also Ursache-Wirkung ist ganz viel das, was wir jetzt da in diesem Level 4 gesehen haben. Und ich muss das in der Lage sein, das in die Zukunft vorzuschreiben. Und gleichzeitig gibt es hier eine wichtige, eine wichtige Vorbedingung. Ich muss auch natürlich Zugriff auf Live-Daten haben, weil sonst kann ich nicht vorhersagen. Wenn ich nur mit Vergangenheitsdaten arbeite, werden meine Vorhersagen nie so wirklich genau sein. Wenn wir das jetzt in den Produktionskontext noch übertragen, das kann beispielsweise eine Anwendung aus dem Predictive Maintenance ist so ein Begriff, der sicherlich allen geläufig ist, Predictive Quality, also vorherzusagen, wie sich Prozesse entwickeln. Wenn wir jetzt Predictive Maintenance rausnehmen, dann möchte ich da vorhersagen, wann meine Maschine das nächste Mal einen Stillstand hat, sodass ich da frühzeitig darauf reagieren kann und beispielsweise meine Antriebswelle frühzeitig austauschen kann, bevor sie bricht. Wir gehen jetzt noch einmal zum Level 6 als abschließendes Level und im Level 6 der Adaptierbarkeit, da geht es jetzt stark in autonome Prozesse rein. Also wir wollen hier, wenn man das jetzt auf dieses Hausbeispiel nochmal übertragen, kann man verstehen, wie Systeme eigentlich selbsttätig und autonom reagieren können, um Schäden zu vermeiden, um sich selbst zu optimieren und beispielsweise Bio-Rolladensteuerung selbstständig anzupassen, je nachdem, wie viel Licht draußen ist, den Wasserverbrauch zu regeln. Also das ist jetzt in viele Richtungen denkbar und das ist auch in der Produktion in viele Richtungen denkbar, in selbst anpassbaren Prozessen, in Anlagen, die sich selbst steuern, die Maintenance selbst anfordern etc. Das ist wie gesagt noch was, was eher im Forschungsstadium begriffen ist. So viel zu den Leveln, die wir in unserem Maturity-Modell sehen. Jetzt kam eingangs und in der Vorbesprechung auch immer wieder, haben wir immer wieder über die Frage gesprochen, wie kann man das denn eigentlich in die Unternehmen reinbringen? Also wo hilft Ihnen das jetzt was? Und wir sind da der Meinung, dass es mir jetzt nicht alleine hilft zu verstehen, wie sind denn diese Schritte, sondern ich muss ja auch wissen, was ich mit diesen Schritten mache und vor allen Dingen, wie ich das jetzt mit meiner Situation aktuell verknüpfe. Und ich möchte Ihnen da mal einen Überblick geben, wie wir an solche Themen rangehen. Das ist was, was sicherlich jedem von Ihnen helfen kann im Sinne einer systematischen Vorgehensweise. Und es ist auch was, wobei wir Unternehmen gerne unterstützen, diesen Weg zu gehen. Wir fangen da meist an, erstmal mit einem Reifegrad-Assessment. Also wir stellen jetzt erstmal fest, wenn wir uns diese 6-Stufen-Logik nochmal vorstellen, wo stehen Sie denn da gerade? Also um nochmal in der Analogie dieser Straße und des Sportwagens zu bleiben, wir wollen mal sehen, wo sind denn die Schlaglöcher in der Straße? Haben wir überhaupt welche? Haben wir hier schon Spuren eingezogen? Gibt es vielleicht irgendwo schon Abschnitte, die sehr gut geteert sind oder nicht? Da wollen wir herausfinden, wo stehen wir? Wo stehen wir in Ihrem Unternehmen? Wo stehen die einzelnen Prozesse? Unterscheidet sich das? Ist das ganze Unternehmen ähnlich weit in der Digitalisierung? Ist vielleicht der Qualitätsbereich weiter als die Maintenance? Wie gesagt, das schauen wir an. Wo steht man? Sie sehen jetzt hier oben in der Übersicht, das ist nochmal eine leicht neue Darstellung, diese Reifegradstufen, die sind nochmal so ein bisschen unterteilt in diese 4 Quadranten, Ressourcen, Informationssysteme, Organisationsstruktur und Kultur.
das wird darin erfasst. Das ist auch nochmal viel tiefer gelegt. Da hängen nochmal ganz viele Fähigkeiten dahinter, die wir dann beantworten. Also es ist ein recht komplexes Modell. Gleichzeitig hilft es dadurch auch sehr gut, das Unternehmen in Gänze zu erfassen und die Prozesse in Gänze zu verorten. Wenn wir jetzt verstanden haben, wo wir stehen, beziehungsweise wo Sie stehen, dann hilft mir das alleine ja noch nicht, um zur Industrie 4.0 zu kommen, sondern ich muss jetzt auch verstehen, was sind denn meine Ziele? Und man könnte jetzt sagen, naja, das Ziel ist doch immer Industrie 4.0. Ich will wissen, wo ich stehe und dann will ich Richtung Industrie 4.0 kommen. Das ist leider nicht ganz so einfach, weil wenn man da losstartet, die Möglichkeiten, die sind unendlich groß. Also ich kann in ganz viele verschiedene Richtungen abbiegen. Und deswegen sehen wir es als so wichtig an, dass wir uns hier nochmal fragen, warum mache ich das Ganze denn? Was ist wirklich mein Ziel? Will ich Durchlaufzeiten verringern? Will ich die Qualität besonders hoch haben? Will ich eine besonders hohe Kundenzufriedenheit haben? Also das muss ich mich ganz genau fragen, warum mache ich das denn jetzt? Dann kann ich auswählen, welche Fähigkeiten ich aufbauen will. Und dann können wir auch zum dritten Schritt kommen, und zwar zu überlegen, was denn jetzt die Aktionen sind, was die Projekte sind, in denen ich mich dem Thema nähern will und ja, dann meine Roadmap aufbauen kann. Wenn wir so ein Ergebnis dieses Ansatzes uns mal anschauen, dann ist das jetzt auf der einen Seite nochmal diese Fähigkeiten, die dem Ganzen zugrunde liegen. Also wie gesagt, es geht darum, das im Bereich der Ressourcen zu erfassen. Also was habe ich so an Grundlagen, an digitaler Befähigung, an strukturierter Kommunikation, meine Informationssysteme, wie verarbeite ich Informationen, wie sind meine Informationssysteme miteinander integriert. Und dann, das sind so Punkte, die würden jetzt jedem Menschen mit Technikhintergrund sofort in den Kopf kommen. Die zwei Punkte, die wir unten sehen, das sind jetzt zumindest die bei vielen Ingenieuren nicht so ganz direkt auf dem Schirm sind. Also ich spreche da auch aus eigener Erfahrung so mit dem Ingenieurhintergrund. Das sind so Punkte, die man gerne mal vergisst. Die sind aber hier genauso wichtig, und deswegen sind sie auch genau zwei dieser vier Quadranten. Das ist das Thema Organisationsstruktur und Kultur. Also ich brauche die richtige Organisation sowohl innerhalb des Unternehmens als auch in meinem Wertschöpfungsnetzwerk, weil auch da steckt ganz viel Potenzial. Und ich brauche die richtige Kultur. Also die Mitarbeiter müssen sowohl bereit sein für den Wandel, und sie müssen auch miteinander sprechen, sie müssen miteinander zusammenarbeiten. Also die vier Quadranten sind alle gleich wichtig, wenn wir Richtung Industrie 4.0 wollen. Wenn wir jetzt nochmal in so ein Ergebnis schauen, wie das dann aussehen kann, da macht es Sinn, dass zum einen einmal übergreifend sich anzuschauen, diese Dimensionen, die ich gerade angesprochen habe, Ressourcen, Informationssysteme, Kultur und Organisationsstruktur. Zum anderen macht sehr viel Sinn, sich das bereichsweise anzuschauen, mal die Bereiche durchzugehen und anzuschauen, ja, wie ist zum Beispiel so eine Produktion, wie ist ein Qualitätsmanagement, wie ist eine Maintenance, wie stehen die aktuell da? Also wo ist gerade das aktuelle Reifegrad-Level, wenn wir jetzt hier in diese Übersicht mal reinschauen. Das ist so ein bisschen visualisiert hier mit diesen schwarzen Balken. Zum Beispiel für das Qualitätsmanagement haben wir jetzt hier einen Score von, ja, ich schätze mal 1,2. Also so ein bisschen über dem Computerisierungslevel gelegen. Das ist so das Ergebnis des ersten Abschnitts. Also mal festzustellen, wo stehen wir. Und Ihnen das mal so ein bisschen greifbar zu machen, wie das abläuft. Also wenn wir solche Assessments machen, dann gehen wir da wirklich zu den Unternehmen, sind mehrere Tage vor Ort, sprechen dann auch mit den Verantwortlichen in den Bereichen. Also ja, jetzt in so einem Qualitätsbereich, wenn wir uns mit dem Qualitätsleiter unterhalten, wir bringen da ganz viele Fragen mit, wollen sehr gut verstehen, wie die Prozesse ablaufen, wie Informationen übergeben werden. Wir schauen uns dann auch ganz operative Aktivitäten an, wie finden Qualitätsmessungen statt, wo werden Daten gespeichert etc. Also wir kriegen dann da ein Verständnis darüber, wie die Prozesse laufen. Also das ist einfach wichtig, sich wirklich in die Prozesse reinzudenken. Damit sind Sie dann in der Lage, das nochmal zu beantworten und zu sehen, wo ist jetzt dieser aktuelle Score, also der schwarze Balken. Dann geht es, wenn man das für alle Prozesse sich überlegt hat und gemacht hat,
darum, mal rauszufinden, was ist denn so ein sinnvolles Ziellevel, in das wir gehen sollten. Und ich kann Ihnen sagen, auch wenn wir jetzt sagen, wenn man jetzt sagen könnte, naja, wir wollen doch zur Industrie 4.0, dann muss doch das Level 6 das Target sein. Es macht Sinn, hier in kleinen Schritten vorzugehen, weil ich sollte meine Roadmap meistens nicht größer als 2 Jahre schneiden, allein aus dem Grund, um diese Ziele greifbar zu halten, uns auch möglich zu machen, dass man das schafft und sich immer wieder die Frage stellen zu können, sind wir denn noch auf dem richtigen Weg? Und darüber hinaus macht auch nicht für jedes Unternehmen und jeden Prozess das Level 6 Sinn. Also da muss man auch schauen, wie weit will man eigentlich gehen, was macht in dem Kontext, in dem das Unternehmen unterwegs ist, überhaupt Sinn. So, das heißt, wir haben dann festgelegt, wo wollen wir hin? Hier in dem Beispiel ist das jetzt ein Level 3, was man großflächig erreichen will. Und dann kann man sich natürlich fragen, was dazwischen passieren muss, damit dieses Level 3 eigentlich erreicht wird. Und ja, ich habe das hier jetzt auch nur mal schematisch gezeigt. Ich kann Ihnen da gern gleich auch nochmal ein paar Beispiele geben oder wir können mal auf Ihre spezifischen Fragestellungen da eingehen, was man jetzt in diesen Leveln tun könnte. Im Grunde muss man sich dann überlegen, was sind denn jetzt eigentlich meine Maßnahmen, was sind meine Projekte, die ich tätigen muss, um jeweils ein Level weiterzukommen. Also wir haben hier mal so ein paar Beispiele drin, um jetzt in dem Thema in der Dimension Organisationsstruktur das Level Sichtbarkeit zu schaffen. Da fehlt jetzt noch die Fähigkeit der Ende-zu-Ende echtzeitfähigen Kommunikation. Das ist jetzt so ein Projekt, was man hier starten müsste, um entsprechend das Level zu erreichen. Also diese Maßnahmen, diese Roadmap, die orientiert sich dann daran, was wir vorher aufgenommen haben, wo der Status quo ist und wo entsprechend noch die Lücken sind. Auf so eine Roadmap zu kommen, solche Maßnahmenpakete dann definieren zu können, dann nutzen wir auch immer ganz gerne solche Trendradare, solche Tools, die uns dabei unterstützen. Ich habe mal hier ein Beispiel mitgebracht. Herr Gabor wird da gleich, glaube ich, auch nochmal zum Beispiel aus dem Epic-Kontext von Epic geben, die auch so ein Tool für sich aufgebaut haben. Also in solchen Trendradars kann man ganz schön erfassen, welche Enabler-Technologien helfen mir denn eigentlich jetzt in die Projekte reinzukommen. Ich kann das darüber auch im Schirm behalten, wie relevant das jetzt also sowohl inhaltlich als auch zeitlich für mich ist und dann so eine Roadmap erstellen. Damit bin ich jetzt schon recht am Ende meines Vortrags inhaltlicherseits angekommen. Ich möchte Sie weiterhin ermutigen, noch Fragen zu stellen. Wir können auch gerne gleich in so eine offenere Diskussion gehen, vielleicht auch mit Wortmeldungen und damit Handzeichen reinstarten. Und abschließend möchte ich Ihnen erstmal nur noch einen Gedanken mitgeben. Und zwar, wenn wir bei allem, was wir da jetzt gesehen haben, bei der ganzen schönen Technologie, in die wir reingehen können, wir haben alle Stufen der Industrie 4.0 oder die Stufen gesehen, in denen man sich der Industrie 4.0 nähert und die ganze Intelligenz, die ich da erreichen kann. Aber eine Sache ist wichtig. Vergessen Sie nie, die Menschen mitzunehmen, die diese Technologie nutzen müssen und nutzen sollen. Auch die sollen zum einen wissen, was sie da tun und die sollen sich auch befähigt fühlen, mit der Technologie zu arbeiten. Ja, ich sage jetzt mal vielen Dank von meiner Seite aus. Das war super, super spannend. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass Fragen im Chat sind. Also das können Sie gerne natürlich weitermachen. Hände habe ich nicht gesehen. Ich habe selber eine Frage. Also ganz konkret, wenn Unternehmen nach Einstiegsmöglichkeiten sucht, sich eben mit Industrie 4.0 zu beschäftigen, so wie Sie es gerade beschrieben haben. Was müssen die machen? Wo müssen die anrufen? Und wie würde vor allen Dingen dann die Beratung der Unternehmen auch funktionieren? Also ich glaube, es macht in jedem Fall Sinn, sich mal so ein initiales Verständnis zu verschaffen. Also da gibt es ganz,
ganz gute Lektüre auch über dieses Reifegrad, über diese Reifegrad Logik, die wir da haben. Gemeinsam mit der Akatech haben wir da auch so ein White Paper mal rausgegeben. Ich glaube, das ist in jedem Fall sinnvoll, sich da nochmal so ein bisschen mit zu beschäftigen, wenn man jetzt die Entscheidung getroffen hat und sagt, das ist ein Thema, wir wollen das angehen, wir haben verstanden, es ist relevant für uns und wir brauchen eine Unterstützung, dann kann man da gerne, können Sie da gerne auf uns zukommen. Wir bieten da auch Beratung in dem Thema an. Also uns ist dann Fraunhofer IPT oder ist das EPIC? Ja, in Ungarn macht es sicherlich Sinn, das über den Kontakt über EPIC zu wählen. Also wir arbeiten hier in Ungarn eng zusammen und führen diese Assessments dann auch zusammen durch. Das ist jetzt allein durch die Sprache häufig sehr, sehr sinnvoll. Also ich habe diese Assessments auch beispielsweise in der Türkei haben wir recht viele gemacht. Da ist das jetzt für mich schwer als Nicht-Muttersprachler wirklich auf dem Shopfloor Fragen zu stellen. Und das ist ganz, ganz integraler Bestandteil, dass man auch da die Fragen stellen kann. Und deswegen haben wir hier gerade in Ungarn eine sehr enge Partnerschaft und führen diese Assessments dann auch zusammen durch. Das heißt, so ein Erstkontakt kann da gerne über EPIC passieren. Und dann müssen wir einfach, dann müsste man zusammenschauen, wie oder inwiefern jetzt eine Zusammenarbeit sinnvoll ist. Also macht das jetzt Sinn, gemeinsam durch so ein Assessment zu gehen? Also das ist jetzt so dieses Vorgehen, was ich eben beschrieben habe, dass man, dass wir da auch vor Ort sind, uns die Prozesse anschauen, mit den Verantwortlichen sprechen und auch mal so den Blick von außen eingeben? Oder macht es mehr Sinn, dass man im Grunde die Methodik erklärt und so ein bisschen, ich sag mal, Hilfe zur Selbsthilfe gibt und eher stärker in so einen Schulungsaspekt reingeht? Also ich glaube, es gibt für beide Ansätze Vor- und Nachteile. Was ich jetzt häufig von den Unternehmen, die uns dann beauftragt haben, als Vorteil dieses Assessments mit einem Team von extern gehört habe, ist so einfach dieser unabhängige Blick. Weil es ist ja nicht so, dass diese Themen neu sind. Und es ist auch nicht so, dass niemand im Unternehmen sitzt, der das Thema verstanden hat, sondern es ist oft einfach der Weckruf, den es braucht. Und ich sage mal so übertrieben gesagt, der Schlag mit dem Gong, der manchmal sein muss, damit man sagt, hey, wir müssen jetzt was machen. Wenn wir jetzt nicht anfangen, die Projekte anzustoßen, dann sind wir irgendwann abgehangen. Und das ist das, was wir dann immer ganz schön von außen reinbringen können. Und da hilft uns jetzt so der Punkt als Forschungsorganisation auch, dass wir da recht unabhängig sind und im Grunde Hilfe, wir sind dazu da, diese Hilfe in die Unternehmen zu bringen. Gerade Fraunhofer hat ja den Auftrag, Industrienah zu forschen und dieses Wissen, was wir in solchen Modellen alles erarbeiten, auch wirklich in die Industrie reinzubringen. Mhm. Da kam jetzt gerade auch mal eine ganz gute Frage im Chat, die möchte ich gleich weiterreichen. Wie lange dauert ein Analyseprojekt, fragt jetzt eins unserer Produktionsunternehmen. Und welche technologischen Möglichkeiten sehen Sie bei manuellen Arbeitsplätzen, also Schweißer, Montage etc.? Also die Dauer des Analyseprojekts hängt jetzt ganz stark davon ab, was wir da alles reinpacken. Also wenn ich jetzt sage, es geht wirklich rein darum, mal festzustellen, wie ist der Digitalisierungsreifegrad und was sollten so die nächsten Projekte sein, dann kann das ein Projekt sein, was wir in 1 bis 2 Wochen abgeschlossen haben. Also das kann dann, mit 1 bis 2 Wochen vor Ort, so ein bisschen Vorlauf muss wahrscheinlich sein, um zu verstehen, wo ist denn gerade, was sind so die Ziele des Unternehmens, was ist so auch bislang schon passiert, also sowas können wir halt dann vorab abfragen und das schon mal vorab sichten. Dann sind wir, je nach Größe des Unternehmens, je nach Anzahl der Prozesse, die betrachtet werden sollen, sage ich mal so 3 bis 5 Tage vor Ort, führen Gespräche vor Ort. Das ist dann wichtig, dass alle Verantwortlichen da auch zusammenkommen und wir die Möglichkeit haben, mit allen Verantwortlichen zu sprechen und arbeiten dann im Anschluss eine Roadmap aus und stellen die dann vor, diskutieren die dann zusammen und schauen, welche Projekte resultieren jetzt eigentlich daraus fürs Unternehmen. Also es kann recht schnell gehen. Man kann natürlich jetzt auch sagen, man schneidet das noch ein bisschen größer, schaut sich noch mal größer die übergeordnete Strategie an und geht auch, sag mal, stärker so in die Folge dieser Roadmap noch rein, weil
oft ist das eine, die Projekte mal initial zu formulieren. Das andere ist aber, wer macht das eigentlich? Wie arbeiten diese Projekte nochmal zusammen? Wie tauschen die sich aus? Auf welche übergreifenden Zielbilder arbeite ich denn hin? Das ist alles was man da auch noch beantworten könnte. Entsprechend ja, kann ich dann natürlich diesen Projektzeitraum noch ein Stück weit verlängern. Mhm. Um auf die zweite Frage noch einzugehen, wenn wir jetzt so Richtung manuelle Arbeitsplätze schauen, dann ist das oft das Erste, was so bei manuellen Arbeitsplätzen kommt, oder der erste Reflex ist dann natürlich Automatisierung, um so ein bisschen diese manuelle Tätigkeit stärker zu regeln, stärker auch kontrollierbar zu machen. Was wir da aber auch abseits der Automatisierung machen können, ist einfach eine stärkere Dokumentation des Prozesses. Also ich sehe bei manuellen Arbeitsplätzen beispielsweise, ein großes Thema sind papierbasierte Workflows, die man digitalisieren kann, wo man es einfach dadurch schaffen kann, dass man Arbeitsanweisungen digital macht und dass die immer aktuell sind, dass ich keine Aufwände mehr habe, die zu verteilen. In der Montage kann ich Montagedaten aufnehmen und die auch nutzen, um die Prozesse abzusichern, um die Prozesse auch zu beschleunigen. Okay, das war ein sehr guter Hinweis, gute Frage, guter Hinweis. Jetzt gibt es die Frage, gibt es Best Practices für verschiedene Branchen, an denen sich gerade KMUs orientieren können und wo sie vielleicht mögliche Ergebnisse ablesen können? Ja, es gibt ganz viele Use-Case-Datenbanken. Es gibt von der Plattform Industrie 4.0 in Deutschland eine Website, wo ganz viele Use-Cases gelistet sind. Also Anwendungsfälle von Industrie 4.0-Technologien oder Technologien in diesem Kontext und auch relevante, das sind auch relevante Probleme in Unternehmen beschrieben, die immer wieder auftauchen und für die ich dann eine technologische Lösung finde. Also das kann man sich mal anschauen, Plattform Industrie 4.0. Wir haben auch mit der Arcatec gemeinsam, das müsste zu finden sein bei dem Industrie 4.0 Maturity Center, der RWTH, da gibt es auch so eine Use-Case-Datenbank bzw. eine Veröffentlichung dazu, wo auch solche Anwendungsfälle beschrieben sind. Also da kann man sich auf jeden Fall dran orientieren. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, das ist ein guter Einstieg, sich mal so ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen und sich darüber anzuschauen, was kann ich denn machen. Und man kann auch die ersten Schritte in das Thema sehr gut als Unternehmen ohne so ein großes Framework starten und sagen, ich setze mal einzelne Cases, um einfach, wie der Punkt genau ist, um die Hemmschwelle niedrig zu halten, mal reinzustarten. Ich sehe irgendwann immer den Punkt gekommen, wo ich diese einzelnen Maßnahmen zusammenführen muss. Einfach, weil sonst die Technologien dahinter nicht skalieren. Also das ist einfach das ist den Datentechnologien inhärent, dass sie zwar ein großes Skalierungspotenzial haben, aber ich muss dann auch diese Einheitlichkeit der Systeme gewährleisten. Ich muss die Schnittstellen haben, ich muss Informationen austauschen. Erst wenn ich das habe, den Informationsfluss realisiere, erst dann kann ich diese riesigen Skalierungspotenziale geben. Und deswegen ist es ganz wichtig, irgendwann die einzelnen Use Cases zu verknüpfen. Ja, das ist nochmal ein guter Punkt. Also für Orientierung ist es immer gut, aber wenn man wirklich einen Sprung machen möchte, dann muss man eigentlich doch anders vorgehen, als sich jetzt nur an den Use Cases zu orientieren. Ich stoße ansonsten irgendwann an so eine gläserne Decke. Also ich glaube, es ist ein super Start. Ist auch gut, um so ein bisschen Gefühl fürs Thema zu bekommen, aber ich werde irgendwann an diese gläserne Decke stoßen und dann muss ich irgendwann so meine Standardisierung drin finden. Ja, wir werden Sie im Nachgang zu der Sitzung trotzdem nochmal bitten, uns vielleicht ein paar von den Ressourcen, die Sie genannt haben, auch nochmal aufzuzeigen. Also gerade für diesen Punkt, um ja die erste Hemmschwelle zu überwinden. Das würde ich dann gerne noch zur Verfügung stellen und auch dieses Whitebuch, von dem Sie vorhin sprachen, das ist dann auch nochmal ganz gut. Mhm. Dann ist noch eine Frage, wie kann dieses System, was Sie beschrieben haben, auch bei Einzelfertigungen durchgeführt werden? Ja, ich glaube, gerade bei der Einzelfertigung bietet Digitalisierung einen großen Vorteil darüber, dass ich ja ständig individuell arbeite. Dadurch habe ich
dadurch habe ich natürlich einen großen Vorteil, wenn ich diese ganzen Informationsbrüche so klein wie möglich halte. Also sowohl die Medienbrüche als auch die Informationsschnittstellen klein halte und gut integriere. Da müssen wir uns jetzt mal anschauen, wo drin genau die Einzelfertigung liegt und was ich da genau mache. Aber dass ich beispielsweise Arbeitspläne, Arbeitsanweisungen automatisch auf bestimmte Produktgruppen anpassen kann, weil eine gewisse Überschneidung wird es ja in den Produkten geben, die ich fertige, dass ich das darauf anpasse, dass ich meine Arbeitsanweisung, wenn ich so über manuelle Arbeit denke, das nicht papierbasiert habe, sondern stärker digitalisiere, dass ich Sicherungen einbaue, wo mir Analysemodelle helfen, immer wieder so den Punkt zu finden, wo ich in den Ausschuss reinlaufe, etc. Sie haben eingangs beschrieben, dass Sie dieses Modell ja auch europaweit implementieren und da eben auch bei Unternehmen sind. Was stellen Sie so fest, was den digitalen Reifegrad angeht oder auch vielleicht die unterschiedliche Herangehensweise in den verschiedenen Ländern? Kann man daraus noch irgendwelche Informationen ziehen? Ja, das ist über die Ländergrenzen, also wenn wir jetzt in Europa schauen, sind da gar nicht so die riesigen Unterschiede über die Ländergrenzen hinweg sichtbar. Ich sehe das vielmehr so im Punkt in der Wertschöpfungskette, da sehe ich Unterschiede. Also wenn ich mir mal die Automobilbranche rausziehe, dann habe ich, je näher ich Richtung OEM, Richtung Original Equipment Manufacturer, also die Hersteller der Fahrzeuge dann wirklich gehe, höher ist der Reifegrad. Je weiter ich die Zuliefererkette nach vorne gehe, desto geringer ist der meistens. Also das ist eine Beobachtung, die wir gemacht haben. Das unterscheidet sich dann über die Ländergrenzen gar nicht so stark. Also Deutschland hat, glaube ich, in dem Thema immer noch eine gewisse Vorreiterrolle, dadurch, dass es auch da definiert wurde oder dass der Begriff da definiert wurde. Das ist das eine. Der andere Punkt ist, dass da viel Forschung stattfindet und der Weg kürzer ist von der Forschung in die Industrie. Aber also wir machen auch viele Assessments so in der Türkei. Da sehen wir auch extrem starke Unternehmen, die extrem weit sind, hohe Reifegrade haben. Wir haben es auch in China. In China haben wir auch einige Assessments gemacht. Da habe ich teilweise Unternehmen gesehen, die so weit sind wie viele andere nicht in Deutschland. Also das ist schwer, eine Ländergrenzen-Test zu machen. Es kommt sehr darauf an, was es auch für eine Branche ist, was so produziert wird. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, Polymerfertigung, so Spritzgusswerkzeuge sind per se schon sehr gut optimiert. Da findet schon viel Datenanalyse im Prozess statt. Oft schaffen die Unternehmen es dann auch, die zwischen den Prozessen das gut umzusetzen. Andere Unternehmen sind sehr stark auf manuelle Tätigkeiten angewiesen. Da ist der Reifegrad meistens geringer. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Es ist jetzt wieder die klassische Beraterantwort. Es kommt drauf an, aber ja. Aber am Ende ist es so. Alles klar. Ja, wir haben jetzt keine weiteren Fragen im Chat, was mir sagt, dass Sie gut Auskunft gegeben haben und gute Orientierung. Dafür möchte ich mich bedanken bei Ihnen, Herr Scheuer, und auch bei Ihnen, Herr Dr. Nick. Wie gesagt, Sie sitzen in Budapest, das ist ganz leicht, den Kontakt aufzunehmen und dann eben auch in ungarischer Sprache sozusagen das zu diskutieren, was zu diskutieren ist. Ich denke, es ist eine gute Möglichkeit, dieses digitale Reifegradmodell einfach mal sich selber zu spiegeln, wo stehen wir dort, und dann aber eben auch Ansätze zu finden, von dort aus weiterzumachen und dann eben auch die Sprünge zu erreichen, von denen Sie vorhin sprachen. Da ist es manchmal halt doch gut, aus dem Do-it-yourself-Modus dann eben doch mit anderen zusammenzuarbeiten und sich dort die Unterstützung reinzuholen. Vielen Dank, dass Sie uns das vorgestellt haben. Wir schicken später dann nochmal die Ressourcen, die Sie adressiert haben, nach, auch die Präsentation. Und dann sehen wir uns im September nochmal mit einer größeren Veranstaltung, wo wir auch mehrere Fraunhofer-Institute mit einbeziehen werden, also diejenigen, die dem Netzwerk digital folgen. Da kommt also auch nochmal zu dem Thema was ganz Spannendes.
Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und folgen Sie uns einfach auf den Nachrichten über LinkedIn oder den Newsletter unserer jeweiligen Organisation. Dann sind Sie immer up to date, was wir Ihnen für Themen präsentieren und was für Ressourcen wir Ihnen aufzeigen. Ja, in diesem Sinne, einen schönen Tag Ihnen allen. Vielen Dank. Super, vielen Dank. Bis dann.